Markus Babbel, für den FCL gibt es derzeit nichts Schöneres, als nach Zürich zu reisen. Das ist ein gutes Pflaster. Sehen Sie das ähnlich? Ja, frag mich morgen nochmal, dann kann ich es besser beantworten. Aber natürlich haben wir ein positives Erlebnis in Zürich gefeiert. Wir spielen wieder im selben Stadion, werden wahrscheinlich auch wieder in derselben Umkleidekabine sein. Also von daher geht man natürlich mit einem gewissen Optimismus an die Sache ran. Aber eins ist klar, wir werden uns das auch wie gegen den FC Zürich morgen auch wieder knallhart erarbeiten müssen. Wie sieht es im personellen Bereich aus? Man hat fast keine Verletzten zu beklagen, keine Gesperrten. Sie stehen vor der Qual der Wahl. Ja, ist auf der einen Seite natürlich super, ist natürlich ein schönes Gefühl oder wie wir wissen eben auch, hey, wir liegen mit unserer Trainingsmethodik genau richtig, dass keine Verletzte da sind. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Andererseits auch wieder hart für mich, weil es wird Härtefälle geben, es wird für den einen oder anderen einfach bitter sein, dann eben nicht mit dabei zu sein, weil es ist keiner abgefallen, es haben alle wirklich sehr, sehr gut mittrainiert, sehr, sehr fokussiert mittrainiert und das ist natürlich dann für mich immer unangenehm, sage ich mal, da eine Entscheidung zu treffen, aber ich werde es machen und das aus voller Überzeugung und ich werde 18 Mann mitnehmen, wo ich der Meinung bin, die sind die richtigen, um 3 Punkte in Zürich zu holen. Unter Markus Babbel kassiert der FC Luzern praktisch keine Tore mehr, man muss wenig Chancen zulassen. Was haben Sie da explizit gemacht? Ja, das ist ein Verdienst der Mannschaft. Sie sind einfach jetzt eben sehr gut bereit, defensiv mitzuarbeiten. Das ist die Basis. Wenn ich keins bekomme, habe ich schon mal nicht verloren. Und wenn ich es dann schaffe, eben das eine oder das andere zu machen, dann gehe ich als Sieger vom Platz. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Und das muss in die Köpfe rein. Natürlich für den Zuschauer ist es schöner, wenn es 5-4 ausgeht. Ich glaube, hätte dann noch weniger Haare, wie ich eh schon habe. Nein, das ist einfach wichtig, dass die gesamte Mannschaft weiß, dass es wichtig ist, defensiv mitzuarbeiten. Gerade auch, was die Offensive anbietet, dass sie mitarbeiten müssen, weil sie warten ja genauso, dass die Defensive mitarbeitet, dass wir ein Tor erzielen. Und das ist eben diese Mannschaft, wo ich dann eben auf dem Platz sehen will, dass sie bereit ist. Und das kostet eben viele Kraft, viele Körner. Deswegen haben wir auch in dem einen oder anderen Spiel dann auch ein bisschen Probleme gehabt, das dann aufrechtzuerhalten, was das läuft. Anbetrifft, aber es ist extrem wichtig, eben gut zu stehen, gut zu verteidigen, wenig zuzulassen, gibt auch Selbstvertrauen, gibt ja auch einen Push, dass ich weiß, ey, hier hinten kann ich mich verlassen, weil da stehen wir ganz ordentlich und darüber hinaus haben wir immer die Qualität, auch ein Tor zu erzielen und da wollen wir natürlich morgen wieder weiter drauf aufbauen. Die Festtage kommen, der FC Luzern ist in der glücklichen Lage mit 4 Spielen noch, die bevorstehen, sich schöne Weihnachtstage zu bescheren. Ist das eher ein Druck oder eine Motivation? Nein, Spiele sind immer Motivation. Es gibt doch nichts Schöneres wie zu spielen. Es macht doch mehr Spaß wie Training. Also, nee, das ist jetzt natürlich eine große Möglichkeit, sage ich mal, in relativ kurzer Zeit wieder sich ordentlicher zu präsentieren, wie es gerade im Moment ist. Andererseits, für mich als Trainer interessiert mich nicht, was nächste Woche ist, sondern wir haben jetzt den vollen Fokus eben auf Grasshoppers. Das wird schwer genug. Da wird wieder eine Top-Leistung vonnöten sein, um als Sieger vom Platz zu gehen. Wie es immer so gerne sagt, wir kriegen leider nichts geschenkt, sondern wir müssen uns alles knallhart erarbeiten. Gerade wenn du wenn du weiter hinten stehst, umso schwieriger muss man noch mehr investieren, um auch das Quäntchen Glück wieder auf seine Seite zu bekommen. Aber daran arbeiten wir. Und jetzt haben wir GC vor der Brust. Ich weiß, innerhalb von kurzer Zeit können wir einen großen Sprung machen. Ist für mich jetzt eher zweitrangig, sondern morgen geht's los. Morgen haben wir eine große Möglichkeit, was Positives zu gestalten und daran werden wir arbeiten und dann gehen wir die nächsten Spiele an. Und Sentimentalitäten kommen keine auf, weil sie auf ihren deutschen Trainerkollegen Michaelski betreffen. Nein. Also wir sind ja jetzt auch nicht Best Buddies. Wir schätzen uns wahnsinnig. Ich mag Michaelski sehr, sehr gern, weil er eben eine sehr angenehme Art hat, eben auch eine hohe Fachkompetenz hat und immer ein sehr, sehr angenehmer Trainerkollege eben auch ist. Und da freut man sich natürlich, ihn zu sehen. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, 90 Minuten, wird natürlich die Mannschaft mir einen großen Gefallen tun, wenn wir dann als Sieger vom Platz gehen würden, weil das wäre auch eine schöne Genugtuung für mich. Was macht eigentlich den typischen deutschen Trainer aus? Man sagt immer nach, sind knallharte Typen. Der Erfolg sei praktisch garantiert. Dann hat man in Luzern auch schon Erfahrungen gesammelt. Aber was ist der Unterschied vielleicht zu anderen Trainern? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne keinen Trainer, der keinen Erfolg haben will. Jeder arbeitet in seiner Art und Weise
akribisch versucht, das Maximale aus der Mannschaft herauszuholen, ob das jetzt ein deutscher Trainer ist, ein Schweizer Trainer, Österreich, völlig egal. Wichtig ist, dass man respektvoll miteinander umgeht. Das schätze ich eben bei Michael Skibbe sehr, der sehr respektvoll, sehr respektvoller Mensch ist. Und ob wir jetzt da irgendwas Besonderes haben, kann ich nicht beurteilen. Die Kollegen, die ich hier in der Schweiz bis jetzt kennengelernt habe, waren alle top korrekt, sehr angenehme Trainer, die, mit denen man sich eben auch mal kurz unterhält und da ihre volle Fokussierung auf ihren Verein haben und da einen guten Job machen. Und ich weiß nicht, ob da so ein großer Unterschied zwischen diesen Trainern da ist. Vielleicht, weil die Fußballnation Deutschland natürlich etwas größer ist wie die Schweizer Liga, meint man, dass da vielleicht etwas besser und größer ist und fantastischer ist. Ich kann sagen, es ist nicht so. Also auch in der Schweiz gibt es sehr, sehr gute Trainer.